Herzlich willkommen an alle lieben Deutschrap-Fans und an alle lieben Herzog-Fans. Wir sind hier zu einem weiteren Unboxing-Video von seinem neuen Album Herzi. Ihr seht schon, ich habe das große Mailerbag sozusagen. Es gibt ja eine Mailerbag-Edition und eine Box-Edition. In der Box ist ein Bandana und eine Büste von Herzog drin. Sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich weiß nicht, ob ich mir die wirklich hinstellen würde. Deswegen habe ich mich für die Mailerbag-Edition entschieden. Außerdem ist hier eine Jacke drin, auf die bin ich eigentlich schon ein bisschen gespannt, weil die wirklich eigentlich ganz nett aussieht. So, wir fangen hier schon mal an. Hinten ist die Büste abgebildet. Aber ich glaube, die ist hier nicht drin. Also ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich kaufe die Boxen immer so, wie ich mich fühle, sprich, wenn die Box mir gefällt oder gesagt der Interpret und die Musik, dann werde ich mir einfach die Box holen, egal was da drin ist. So, meistens sind sowieso die Bonus-CDs immer das, was entscheidend ist. Ihr hört, hier gibt noch jemand anders einen Senf dazu, aber das ist nicht so schlimm. Hier schön zum Aufreißen. Ich habe mir natürlich gerade die Hände eingecremt. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. Ihr seht, ich habe schon jetzt hier ein bisschen gerissen. Das ist komisch. Oh, ich krieg das gar nicht auf. Tada! Also gut verpackt, gut verschweißt. So, also man hat jetzt sozusagen schon ein großes Mailerbag eigentlich. Wer nicht weiß, was ein Mailerbag ist, es ist natürlich so eine Art Tütchen, damit keine Gerüche rauskommen, damit nicht jeder weiß, was du in der Tüte hast. So, hier haben wir schon mal die Herzjacke. Sieht eigentlich schon mal von den Farben, finde ich, optisch aus. So, also wie gesagt, ein großes Mailerbag haben wir eigentlich schon mal. Könnte man schon fast haben. Ist auf jeden Fall oben mit Zip. Kann man wieder verschließen. So, dann haben wir hier natürlich noch ein anderes Mailerbag, ein größeres. Und dann haben wir noch vier kleinere. Also hier erstmal eigentlich nochmal, ist natürlich eigentlich genau das gleiche, wo drin alles eingepackt war. Bloß nochmal neu. Eigentlich ganz lustig. Dann haben wir hier diese kleinen Mailerbags, die eigentlich ganz lustig aussehen, wirklich, mit lustigen Motiven. Einmal Herzi, einmal Vollblut-Hustler-Style, einmal Herzog als kleine Kräuter, sage ich mal. Und dann noch einmal die große Tüte in klein. Dann habe ich hier noch ein Zertifikat über die Mailerbags, dass es auch echte Mailerbags sind. Und dass es nicht irgendwelche, sage ich mal, gefälschten Sachen sind, was auch immer. Finde ich ein bisschen strange, ein bisschen lustig, aber ihr seht, hier unten ist sogar irgendwie eine kleine Unterschrift getaggt. Ich würde sogar sagen, Herzog höchstpersönlich hat das gemacht. Ist wie so eine kleine Autogrammkarte. So, da haben wir schon mal die vier Teile. Eigentlich ganz nett. Und dann haben wir natürlich die CD. Vom Cover her auf jeden Fall optisch gemacht, finde ich, mit den ganzen Farben. Der Kater ist auch schon interessiert, wie ihr seht. 12 Lieder leider nur. Da bin ich der gleichen Meinung wie bei Orgi gerade. Und zwar, das werden bestimmt nicht 80 Minuten Playtime sein. Also, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man so ein Album macht und das schon nach so langer Zeit vielleicht auch wirklich mal wieder ein Album rausbringt. Also wenn man nicht jeden Monat ein Album rausbringt, dann sollte man versuchen, auch die CD mit 80 Minuten zu füllen. Und das ist in den meisten Fällen nicht so. Die meisten CDs haben leider nur 60 Minuten, was ich wirklich sehr schade fände. So, wir haben hier insgesamt 3 Tracks mit Features. Einmal Kuba 102 und Frauenarzt. Finde ich interessant mit Frauenarzt. Klapse Money und Dr. Sorabi ist natürlich dabei. Ich hätte mir gern gewünscht ein Feature mit MC Boogie, da er gestern auch einen Track released hat, besser gesagt ein Video, und da war ja Boogie sehr viel zu sehen. Ich hätte mir wirklich einen Track mit Boogie gewünscht, hätte ich cool gefunden, ist leider nicht der Fall. Aber okay, 12 Tracks. Ihr seht die Tracklist, ich werde die jetzt wieder nicht vorlesen, weil das immer so, ja, es ist unsinnig, es ist Quatsch, ihr seht es.
Und während ich laber, könnt ihr immer so kurz mal checken, was da drauf ist. Ja, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall eher ein Solo-Album, wie ich es wieder finde, weil ja wirklich nur drei Features sind. Dann haben wir hier noch eine kleine Box. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Wirklich nicht. Aha. Ein kleinen, ja, das ist schon fast eine Art Bunsenbrenner. So kleiner. Auf jeden Fall ein, naja, Feuerzeug für bestimmte Sachen, sage ich mal. Wer sich damit auskennt, der weiß, was das ist. Und wer sich nicht damit auskennt, dem will ich das gar nicht erklären, weil der damit nichts zu tun haben braucht. Ganz einfach Geschichte. Sieht gut aus, gut verarbeitet. Sieht nicht jetzt hier nach 0815 aus. Gas ist auch schon drin. Also ich könnte jetzt sogar hier loslegen. Mache ich mal kurz. Oh, da seht ihr. Funktioniert. So, also ihr wisst, glaube ich, wofür das ist. Und dann haben wir hier noch diese schöne Jacke. Eine Sportjacke, eine Trainingsjacke ist es sozusagen. Fühlt sich weich an. Ist jetzt nicht so Außenplastik. Es ist schon natürlich nicht komplette Baumwolle, schätze ich. Aber an sich sieht die eigentlich so ganz schick aus. Auch von der Passform finde ich, sieht die gut aus. Wir werden die gleich mal anprobieren. Dann seht ihr mal, wie die am Körper aussieht. Eben hier einmal dieser bunte Streifen drum, der eigentlich schon wirklich schick aussieht von den Farben. Allerdings hätte ich den mir ein bisschen breiter gewünscht. Irgendwie so ein bisschen breiter hätte er sein können. Dann machen wir natürlich auch mal auf. Ich glaube nämlich, das Innenfutter ist ein bisschen bunter, genau. Das Innenfutter sieht auf jeden Fall ziemlich freaky aus. Gefällt mir aber. Ich bin ein Mensch, der gerne farbige Sachen trägt. Von da aus kann ich sagen, gefällt mir. So, aber wie versprochen, werden wir die jetzt auch mal anziehen und anprobieren. Und dann gucken wir mal. Oh. Also ich finde, die trägt sich ganz gut, passt ganz gut. Ist auf jeden Fall XL von der Größe her. Ihr seht, die Arme könnten ein bisschen länger sein, aber ist noch alles im grünen Bereich. Sind natürlich hier schön Bonprodukt, das Zeichen. Also gefällt mir. Ich finde, die fühlt sich ganz gut an. Hier haben wir noch mein Herzog-Etikett sozusagen. Herzog. Von den Farben her, das gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Hier steht natürlich Herzi drauf. Ein Herzi für alle Fälle, sage ich mal. Nee, also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Jacke haltet. So vom Aussehen. Aber ich finde die eigentlich ganz schick, wenn ich ehrlich bin. Und sie kommt mir auch wirklich nicht billig verarbeitet rüber. Also der Reißverschluss ist ziemlich kräftig. Das ist kein Reißverschluss, der jetzt hier nach 10 Mal benutzen kaputt geht. Muss man wirklich sagen. Ist schön fest. Und auch sonst die Verarbeitung, finde ich, sieht sehr gut aus. Man sieht irgendwo, dass die Nähte wirklich sehr sauber und gerade sind. Egal wo. Denn hier oben diese kleine Tasche, um sozusagen den Reißverschluss zu verstecken. Also ich bin eigentlich wirklich begeistert. Zwei Taschen haben wir, die sind jetzt nicht so tief. Da passt gerade mal meine Hand rein, mehr nicht. Aber ich habe auch große Hände. Ja, zwei Taschen haben wir. An sich schicke Jacke, finde ich. Also ich werde die auf jeden Fall irgendwann mal tragen, so im Sommerstyle, wenn es ein bisschen wärmer wieder wird. Gefällt mir. So, dann repeaten wir, so wie jedes Mal. Wir gehen jetzt nochmal alles durch. Wir haben eine schöne Jacke. Ein Feuerzeug für bestimmte Anlässe. Eine CD haben wir. Das Zertifikat für die Mailerbags. Und natürlich 5 komplett neue Mailerbags, die noch nicht geöffnet waren. Und natürlich dennoch eigentlich das benutzte Mailerbag, was aber wirklich wieder verschließbar ist. Ja,
Also von der Jacke her würde ich auf jeden Fall sagen, hat es sich gelohnt. Männerback sage ich, ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu wirklich nichts sagen, will ich auch nicht. Ist zu viel Information. Aber an sich bin ich mit der Box eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Wie gesagt, auf die CD bin ich schon sehr gespannt. Leider ja nur 12 Tracks waren es, glaube ich. 12 oder 13? 12? 12 Tracks leider nur. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden schon ein paar gute Tracks sein. Und wer Herzog feiert, dem werden die Tracks auch gefallen, weil Herzog wirklich seinem Style immer treu bleibt. So, dann würde ich sagen, wir sind auch fertig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ihr könnt natürlich gerne Likes, Kommentare oder Abos dalassen. Würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Unboxing-Video oder bis zum nächsten Gameplay. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.